Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Scrap Mechanik oder zu Scrap Mechanik. So, was bauen wir denn hier heute? Ich dachte mir, ich mache mir einfach mal die Idee und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22. Dann machen wir mal 20 draus, rechnet sich besser. Nein, 20 Liter. Und dann Bein weg und Bein weg. Ich dachte mir, ich will einfach mal ausprobieren, das, was im Video auch am Anfang zu sehen ist, also im Tutorial, Video auf bei Steam, direkt dieses fahrbare Haus. Okay. Hier fand ich recht lustig. Hier liegt ein Stück rum. Ja. So. Ach, da ist du. Ist mir egal. Das ist ein Scheiß, weil ich. Ich habe mal bitte gleichzeitig gedrückt. Nein, haben wir nicht. Watch mal. Ich bin schon weg. Ja, du, was haben wir im Video gesehen? Naja, wie gesagt, ein fahrbaren Haus. Nenn fahrbaren Haus. Ein fahrbaren Haus, ja, das ist Nenn natürlich fahrbaren feiner Deutsch. Ja, klar, immer. Ihr könnt natürlich, also wir zeigen jetzt hier immer nur Räder oder sowas, ihr könnt natürlich auch so eine menschenähnliche Sachen bauen. Zum Beispiel war in dem Entwicklervideo zu sehen, da ist der eine mit so einem Star Wars Teil da rum hier laufen. Ja, so ein Walker. Ja, genau, ja. Das sah schon witzig aus. Also ihr könnt auch das wirklich fand so... Das fand ich nicht schlecht, ja. Ihr könnt halt wirklich, also ihr müsst nicht Räder oder... wir so eine Düsen haben, sondern ihr könnt auch wirklich mit Blöcken arbeiten, dass die sich halt so menschenähnlich bewegen, halt wie so ein Roboter. Das fand ich gar nicht so verkehrt. Nö, ich auch nicht. Was machst du denn eigentlich? Wenn das Haus fahrbar sein soll, braucht es Räder, oder? Klingt logisch? Sollte. Ich würde dir ja gern helfen, aber... Du machst immer alles kaputt. Was hast du gemacht? Hey! Auf damit! Auf damit! So, na gut. Das ist nicht witzig. Doch, ich finde das schon witzig. Mein Auto, der klaut mein Auto! Fährt sich aber gut, wa? Also, ja, gut eigentlich. Der fährt sich nicht schlecht. Vor, aber im Verhältnis zu den anderen ist das schon relativ stabil. Ja. Also Gewicht spielt dabei eine Rolle. Wenn es natürlich schwerer ist, ist es natürlich stabiler, ne? Dann fliegt es halt nicht ganz so schnell um. Logischerweise. Hey. Was denn? Ich weiß nicht, was mein Möchtegern-Haus geben. Der Möchtegern-Haus. So, was können wir denn jetzt bauen hier? Ist ja noch den Haus. So, was bauen wir denn jetzt Feines? Denk dir was aus. Ja, ich bin schon dabei. Ich will erstmal hier das Fahrgestell für das Haus machen, bis das Haus überhaupt erstmal fahren könnte, theoretisch. So, da da. Man muss ja da ein bisschen Überlegung rangehen, so nach dem Motto. So, einfach dieses Teil hier raufgesetzt, Schickis. So, machen wir jetzt hier schön aus Holz. Was brauchst du? Ach, wieder ein Fahrzeug. Aber mal. Ja, so ein bisschen. Wenn der S-Dragon da so ein bisschen tüftelt. Das Spiel ist ja eigentlich dazu da, einfach mal so ein bisschen. Ja, einfach ein bisschen rumtüfteln. Ich finde es halt gut, dass man. Fantasiefreien Lauf. Ich finde es gut, dass man hier halt so einen Multiplayer-Modus eigentlich hat. Ja. Finde ich da schon extrem witzig. Also, ob es jetzt wirklich Sinn macht, ist so eine andere Sache. Ja, das muss man dazu sagen. Ja, alles klar. Aber so die Idee, die dahinter steckt, natürlich, die ist schon Gold wert. So, okay. Wie mache ich das jetzt, wie zum Beispiel du es jetzt gemacht hattest? Ich kann ja einfach mal gucken. Was denn? Wie kann man denn jetzt so eine Tür hier basteln? Was für eine Tür? Diese Klapptür hinten? Ja. Ja, die ist gar nicht so einfach, diese Klapptür hinten. Steht da schon. Da arbeitest du auch wieder mit so einem Teil dran. Ja, da ist ein. Genau, da ist ein Controller, ein Schalter und ganz viele Gelenke. Also in dem Fall 5 für die Tür hier hinten. So. Da brauche ich ja nicht.
Naja, aber es dauert ein bisschen, bis man da nämlich mit, bis man da sich durchgefummelt hat. Bis man das raus hat, ja, den Bogen. Das dauert ein bisschen. So. Ich denke, das sollte von der Größe her jetzt langsam reichen, wenn ich den baue. Ihr müsst wissen, Ice Dragon baut immer gern übertrieben groß. Naja, es soll ja ein Haus sein, darf man nicht vergessen, ne? Ja, aber du brauchst trotzdem immer übertrieben groß. Das will ich ja nicht abschreiben, trotzdem sollte ein Haus sein. Um nur euch mal einfach mal zu zeigen, wie übertrieben dieses Spiel ist. Wieso? Oh, könnten wir auch mal einen richtigen fetten Mähdrescher nachbauen. Mach doch. Du kannst wahrscheinlich sogar ein Schneidwerk vorne ran machen. Das würde auch noch funktionieren. Ja, musst du selber bauen, ein Schneidwerk. So. Ach. Das muss wieder weg. So. Ja, eins brauche ich noch, ein Rad. Da habe ich nämlich vier Räder erstmal, wisst ihr? Komm schon in der Räder, ist ja mit der Steuerung schon recht gut klar hier langsam. Mhm. Geht relativ fix eigentlich. Achso, eigentlich wollte ich ja hier hinten da keine Lenkung machen. Lenkung wollte ich ja nur auf einem Ende machen. Das ist mir lieber, wenn ich nur an einer Seite Lenkung habe, also nur vorne quasi. Weißt du? Mhm. Ja, müsst ihr euch gut überlegen, wo, ob ihr, weil ihr jetzt alle vier Räder lenken lassen wollt oder nicht. Könnt ihr natürlich Nachträge theoretisch noch ändern. So manchmal nicht mehr so einfach ranzukommen. Hm. Nachträglich. Diffenpanzer überbaust. Wollen wir mal gucken. Die hinteren Räder sind ja schon dicht zusammen, wa? Ja. Da? Warum hast du hier noch so ein Bewegungsteil dran? Ja. Ist versehentlich noch. Erst verknüpfen. Ja, aber irgendwie habe ich jetzt gerade. Naja, erst den Motor. Die Taste, die Räder an den Motor machst, den Motor anmachst und wuff, weg ist das Ding. Das könnte gut passieren, ne? Ja. Das Problem ist, dass. Der hat jetzt schon eine maximale Auslastung, wa? Steht schon, the engine is already connected mit maximal. Ja. Das habe ich noch nicht gesagt. Genau, du kannst bei diesen Gasmotoren nur 5 Räder, also 5 Antriebe anschließen. Okay, und so ein Elektro? An dem Elektroteil auch 5. Ah, okay. Du kannst aber gern 2 davon hinstellen. Das du kannst den ja rausnehmen wieder, ein Stück rübersetzen, dass du 2 hinten hast, einen rechts, einen links. Mhm. Und dann kannst du wirklich nicht einmal die rechten 3 Räder, einmal die linken 3 Räder, so nach dem Motto. Würde ich mir empfehlen, denn gegen die beiden Motoren auch gleich stark einzustellen. Muss ich das alles wieder umdrehen hier? So. Ich habe noch keine Lenkung drin. Das ist schlecht. Du kannst immer von vorn zurückfahren. Ja. Alter. Also es war verknüpft gewesen, ja, übrigens. Lauf, er steht am Baum. Lauf schneller, ja. Du willst nicht. Mein Scheiß. Also das Lenkrad ist jetzt mit dem Gas verknüpft. Warum? Versucht er immer noch zu fahren, oder? Nee, ich hab den Motor jetzt ausgemacht. Achso. Aber jetzt wieder schon, ja. Obwohl ich nicht drin sitze. Sehr mysteriös. Eben gerade ging es ja auch, ja. Ist jetzt halt nur wieder jetzt. Du versuchst gerade zu fahren, ne? Achso, du hast hier. Kannst du ein bisschen stärker einstellen, bitte? Okay. Oh, sag dir ein bisschen stärker. Achso, lenken kann er Ding aber nicht. Nee, lenken kann er nicht. Okay, dann geh ich jetzt mal wieder ran. Warte, wie hoch ist er eigentlich? Ah! Ja, genau. Also bei mir, sobald ich drinnen sitze, gibt er sofort Stoff, ja. Das ist irgendwie. Sobald du drin sitzt? Ja, ja. Es ist, als ob ich hier.
bisschen zu dumm bin. Ich glaube, das ist ein Synchronisationsding irgendwie, glaube ich, wieder, oder? Wahrscheinlich. So, na gut. Das machst du aber ordentlich. Ja. Das machst du sehr, sehr ordentlich, Minion. Hier hinten will ich einen Eingang machen, mit Tür und. Damn. Und wo ist unsere Küche und so? Jetzt kommt alles. Ja, also ihr könnt hier wirklich riesen komplexe Sachen bauen. Also was ihr halt braucht, ist halt wirklich die Fantasie dazu, um halt so bestimmte Sachen zu bauen auch. Wir haben uns das Inventar noch an sich gar nicht angeguckt. Also wir haben hier ein Stoppschild zum Beispiel drin. Wir haben hier Pflanzen und Blumen drin. Potted Seed Plant zum Beispiel haben wir hier drin. Wir haben hier drin Vegetable Box, Wooden Crate. Wir haben hier Cucumber oder wie wird das ausgesprochen? Cucumber? Gurken sind das. Ja, Gurkenbox. Es sind Gurken einfach. Okay. Karottenboxen, Bananenboxen, Fruitboxen. Also hier ist schon was vorbereitet auf jeden Fall. Haben wir hier natürlich dieses ganze Mechanische, wo wir uns hier so bestimmte andere Kram hier zusammenbasteln können. Also an sich sieht es jetzt gar nicht viel aus, aber man muss halt dazu sagen, es ist halt noch eine frühe Version von dem Spiel. Mhm. Und ja, da kann sich alles noch natürlich positiv verändern noch, ne? Das ist jetzt ja nicht... Da kann sich noch ganze Menge verändern, auf jeden Fall. Das ist ja so... Deswegen mag ich ja eigentlich Early Access Spiele. Der Ice Dragon, der ist ja da nicht so vom begeistert immer, sagt er. Naja, kommt drauf an, aber durchaus schon. Ja, ja, aber ich glaube auch, wenn man dann halt zu oft enttäuscht wurde, halt von wegen hier mit. Ja, diesen ganzen. Dass die Spiele nicht mehr fertig entwickelt wurden und so. Also, das ist schon blöd, also. Da wird der. Der Consumer, also wir sind es ja natürlich ein bisschen über den Nuckel gehauen und das ist natürlich. Voll verarscht immer. Ja, so ein bisschen. Nicht in Ordnung, wie man so schön sagt. Nicht in Ordnung. So, da ist hier, leider, habe ich nämlich schon gesucht, habe ich fast schon vermisst quasi, noch nichts gibt, was so wie eine Hydraulik ist, was man verbauen kann. Ja. Finde ich sehr schade, weil gerade dadurch Türen nämlich viel einfacher gehen. Aber es gibt eine andere. Also wer Space Engineers gespielt hat, bevor die Kolben oder auf Englisch die Pistons dazu kamen, also die Hydrauliken, der weiß, was das für eine mühselige Sache ist, eine Tür zu bauen ohne Hydraulik. Eine Schiebetür ohne Hydraulik zu bauen. Das war jetzt das Ding gewesen, was du da jetzt... Jetzt schon wieder fliegen. Ja, aber diesmal brauche ich ein bisschen spektakulärer. Du musst Bewegungssachen ranbauen. Ja, wollte ich gerade machen, ja. Dass du das Ding auch ein bisschen steuern kannst. Das Problem ist, die Steuerung muss man hier erstmal verstehen, die Flugsteuerung. Dann kommt man da immer auch hinter, dass man was bauen kann, weil man wirklich relativ stabil fliegt, glaube ich. Okay. Achso, was ich mir gar nicht gezeigt habe, das fand ich auch relativ cool. Was denn? Das Radio? Das Radio, ja. Ich bin gut, ich kann gerade erraten, was das meinst, ist das? So, ich bräuchte hier mal ein Podest. Ich habe gesehen, bei den Entwicklervideos, die nutzen einfach so eine Holzkiste als Podest. Mhm. Also? Nö, ist gut. Okay. Man kann so. Nämlich ganz praktisch einfach mal so eine Holzkiste hinschlafen, wo Ruf kommt. Ein bisschen höher, so. So, jetzt kommt es wirklich tricky hier. Ah, okay, das ist natürlich jetzt interessant. Ja. Was ist das? Naja, ich versuche jetzt hier irgendwie... Ah, warte mal. Da müsste ich jetzt alles wieder abnehmen wahrscheinlich. Ich habe eine Idee, das ist zwar nicht hübsch. Geht's dir gut? Hä? Geht's dir gut? Jetzt hat gerade... das Radio gemacht habt. Achso, verstehe. Geht's dir nicht gut? Ich höre doch schon wieder Musik. So. Okay, so, das ist ein bisschen... Mhm.
muss gerade so ein bisschen zählen hier wegen der Tür. Ist der Tür auch schon zu nahe? Ja. Ich glaube, bei mir ist es gerade so einfach als mit der Tür hier. Das geht sich auf, würde ich sagen. Was wird? Chinesisch mit mir zu reden? So, ich brauche jetzt einen normalen Schalter. Ja. Du auch? Schön ist, dass die hier drauf, nicht wirklich Strom brauchen. Ja, das finde ich gut, dass sie keinen Strom brauchen. Achso, die Thruster meinst du jetzt? Die Schalter. Achso, ja, die Thruster, ja, genau die meine ich. So, wenn ich 3 in Richtung Rot drehe, muss ich 2 in Richtung. 2 muss. Wie geht's so? Auch Richtung Rot. Die 1, aber Richtung Rot. Also alle Richtung Rot. Das ist schon mal gut zu wissen. So, alle Richtung Rot. So, und zwar machen wir mal 90 Grad, ist vielleicht ein bisschen viel. So, wie stelle ich denn das ein, dass er nicht so hoch fliegt? Das musste ich doch auch mit so einem Teil machen, ne? Mit so einem. Was willst du einstellen? Dass er nicht so hoch fliegt. Nicht so hoch fliegt? Ja, dass er zum Beispiel nur schwebt. Das wird bei der kleinen Grundfläche relativ schwierig, dass er nur schwebt. Ja? Ja. Wozu sind die Schalter vorne? Der eine macht das an und der andere macht das hinten an. Du weißt aber, dass du aus dem Cockpit heraus das nicht steuern, die Schalter nicht bedienen kannst? Warum nicht? Man kann irgendwie, warte mal, wie war denn das? Wieso, warum lenkt das jetzt nicht wirklich? Vorne hat irgendwie das funktioniert. Ist es zu schwer oder was? Das Gelenk? Was soll denn hier lenken? Na ja, diese ganze Steilplatte soll lenken. Ich kann das liegt doch jetzt nicht an dem Radio, oder? Ach, könnte aber. Nö. Du hast die Triebwerke hinten zu niedrig gesetzt, guck mal. Die untere Reihe. Die blockieren dann hier an der Platte. Ah, das macht dann Sinn, ja. Wie war denn das? Irgendwie konnte man die Sachen, Genau. Irgendwie konnte man die, Tasten rauflegen. Weißt du? Ja, da habe ich leider nicht. Ja, ich habe auch nur das Video gesehen, wo ich gesehen habe, dass das schon war. Ich habe aber nicht erklärt und auch nicht gesagt, wie es geht. Man konnte irgendwie. Ah ja, genau, jetzt. Weil dann könntest du nämlich auch die einzelnen Sachen aus dem Cockpit raus bedienen. Hm. So. Soll ich die einschalten für dich? Ja, muss aber schnell sein. Welche zuerst hinten, wa? Na, dann schieße ich nach vorne. Ja, wenn ich erst die einmache, dann schießt nach oben. Das sehen wir aber jetzt in der nächsten Folge, denn die Folge ist schon wieder zu Ende. Lassen wir uns mal überraschen, was hier raus wird. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.